Wirtschaft kann nur dann stark sein und leistungsfähig, wenn sie wissenschaftlich orientiert ist und versucht, wissenschaftliche Ergebnisse auf die Straße zu bringen. Dieses Fachforum Kooperation und Transfer hat sich dieser Transferaufgabe verschrieben und möchte vor allen Dingen den Transfer in die Wirtschaft, in den Mittelstand stärken. Unserem Fachforum war es auch ein Anliegen, im Leitbild Kooperation und Transfer positiv zu besetzen. Gibt es doch in der Öffentlichkeit, in der Presse gelegentlich Vorurteile, was die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft betrifft. Und wir haben uns überlegt, dass ein Instrument dafür sein kann, bis an die Schmerzgrenze Transparenz zu schaffen. Man muss zusehen, dass man nicht in so eine Besteller-Lieferanten-Situation kommt, sondern dass man auch die Problemdefinitionen erstmal gemeinsam macht und dann überlegt, für welches Problem brauchen wir hier eigentlich eine Lösung. Und da zeigt auch die praktische Erfahrung, dass auch Unternehmer häufig zwar eine Vorstellung haben, dass irgendwas nicht klappt, aber sie haben häufig noch keine gute Problembeschreibung und Diagnose. Und wenn sie die Frage zu eng stellen, verpassen sie die Chance, vielleicht alternative, noch bessere Technologien zu finden. Und deswegen ist es wichtig, dass die Probleme so definiert werden, dass jeder wirklich sagt, das ist jetzt das Problem und nicht nur die Agenda einer bestimmten Interessensgruppe. Die Diskussion um den Transfer, um seine Berechtigung, um seine Spielregeln ist keine neue, keine, die durchs Hightech-Forum initiiert wurde. Aber sicherlich hat die enge Zusammenarbeit, ich habe jetzt ganz bewusst das Wort Auseinandersetzung vermieden, es war eine intellektuelle Zusammenarbeit, auch eine intellektuelle Auseinandersetzung im positiven Sinne zwischen unterschiedlichen Stakeholdern, wie man das neudeutsch nennt, das hat sicherlich dazu beigetragen, die Diskussion zu versachlichen, uns ja auch zu positiven Empfehlungen zu führen. Das Fachforum wird der Bundesregierung die Empfehlung geben, bewährte Transferinstrumente wie die industrielle Gemeinschaftsforschung weiter auszubauen und zu stärken. Da kommt jetzt unser AIF-Mechanismus ins Spiel. Die AIF ist die größte Plattform für Forschung im Mittelstand, aber auch Forschung mit größeren Institutionen. Das Fachforum Kooperation und Transfer ist schon zu ersten Handlungsempfehlungen gekommen. Für die Politik sind das Wünsche wie die Fortsetzung der Förderung großer themenoffener Verbundprojekte, wie die früheren BMBF-Spitzencluster, aber auch sehr niedrigschwellige Angebote wie Transfergutscheine im Portfolio haben, dann die Stärkung der industriellen Gemeinschaftsforschung und eine Förderung und Unterstützung für Gründungen, junge Menschen zum Gründen anzuregen. Und wir denken da an den Ausbau und die Weiterführung des Exist-Programms. Und besonders wichtig ist uns auch der Transfer über Köpfe, kann man Personalmobilität nennen. Viele Ideen können Sie gar nicht in Blaupausen oder Texte fassen, sondern die sind in Köpfen drin. Und das heißt, Menschen müssen miteinander kommunizieren. Und das ist extrem hilfreich, wenn Sie wirklich Akteure auch zwischen den Sphären mal wandern lassen, von der Wissenschaft in die Wirtschaft, von der Wirtschaft in die Wissenschaft oder in die Politik. Und solche Programme zu schaffen und auch das zu enttabuisieren, glaube ich, ist eine große Baustelle in Deutschland.